Okay, hello, it's the Martian, Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden, fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft mit mir. Und wir spielen Milton den Magier. So. Diesmal habe ich keinen Server gemietet. Dann spielen wir das einfach lokal. Letzte Folge ist ja etwas ruppig zu Ende gegangen. Aber jetzt geht's ja weiter. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, zweimal gestorben. Es kann ja nur besser werden. So. Machen noch ein bisschen Musik an. Immer gut, wenn man vorbereitet ist. So. Also wir brauchen auf jeden Fall ein Bett. Was zu essen. Wir wollen diesen Ofen bauen. Das sind also welche Dinge, die ich auf jeden Fall jetzt mal vorhabe. Dann räumen wir das alles auch oben. Packen wir das da hinten rein. Machen wir mit dem Bett an. Schlafen muss jeder ja mal. Zweckdienliches Bett. Baue ich noch weiter in die Richtung? Eigentlich schon. Baue ich noch viel weiter in die Richtung? Eigentlich nicht. So, den Stufenofen hatten wir auch gebaut. Jetzt brauche ich einfach eine Kiste. Ach so, genau, ich wollte mal gucken. Ja, das ist doch irgendwie komisch hier. Ist mir nicht aufgefallen beim Testen. Dass es hier so winzig klein ist. Mal die Größe einstellen. Ist aber wie doof. Klein Setting. Ich weiß nicht, so egal. Ist jetzt erstmal egal. Ich finde das Dingspray einfach schön normalerweise. Aber ist gerade nicht mehr so. Mal, da wäre noch was anderes. Ich werde doch mal eine Doppeltruhe hinstellen.
hier? Also wie man ein Schild baut, das hab ich schon wieder vergessen. So pixelig aus, ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir da echt nicht sicher. Gold, weil die. Das sieht gut aus. Das ist nicht. Das da sieht ein bisschen pixelig aus. Naja. Ich bin mir noch nicht überzeugt von. Naja, gut. Stehen lassen, falls wir hier noch mal was bauen. Truhen natürlich auch da stehen lassen können. Das brauchen wir gleich. So, erstmal hier Materialien und du. So. Ja, also man kann. Oh, okay. So, wir hatten Stufenofen gemacht. Ach so, ganz egal welche. Okay. Würde ich ja gerne wissen, jetzt brauche ich Rubber, das. Okay, aber Tinker's Ding. Schablonenstand soll ich bauen. Warum auch immer. Moos. Ball. Okay. Macht das eine Stadt, würde ich sagen. Ich brauche. Erstmal mehr Platz hier. Ich würde sagen, so ein bisschen hier expandieren. Dann brauche ich aber auch was zu essen. Häuschen. Also es ist so viel zu tun. Aber ich will ja nicht. Ich will diesmal nicht in einem Loch wohnen. Von Anfang an. Das ist jetzt ja nur für die Nacht. Ich möchte genau hier wohnen. Das wird der Mineingang dann. Großholz, auch das hilft eigentlich mal, die Pilze stehen, das sieht gut aus. Großholzstamm will ich aber hier wegräumen. Eigentlich möchte ich hier noch ein bisschen terraformen. Und natürlich kein Holz dabei. Egal, das Ding muss eh weg. Das hier. Da stehen bleiben. Und das Ding muss weg.
Platz. So. Langsam voran. Der fliegt jetzt halt. Kann ich jetzt gar nicht ändern. Bis er halt weg ist. Sehr großer Holzstamm. Lass mich. Oh. Der Schlaf. Dann brauche ich was zu essen. Als nächstes ist das Essen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall das Essen. Eichenbarrikade, was es jetzt gibt. Bretter. Zwei Schaufeln. Stahlschwert habe ich. Noch gebrauchen. Stein, okay. Axt. Nur noch eine Spitzhacke. Haben wir erstmal davon auch wieder genug. Holzschere reicht erstmal. Oh, hier haben wir auch gleich sowas. Tiere. Das ist gerade einfacher, bevor wir uns einen schönen Garten bauen. Oder gibt's mal Steak? Schönes, saftiges Rinderfleisch. Oh, und Äpfel. Hallo? Abbauen? Der ist reif. Der ist wahrscheinlich reif.
Der anscheinend auch nicht. Ein Apfel. Juhu. Oben ist auch immer was. Birnen oder sowas. Auch alles nicht reif. Walnüsse sind das. Da noch was anderes. Da hinten gibt es Hühnchen. Irgendwo hier? Da? Bisschen Hühnchen. Ein bisschen Fleisch. Das ist doch gut. Pilze kann man auch noch mal sammeln. Für eine Zeit wird das reichen. So. Brauchen wir noch Gold. Gold, Eisen wären gut. Und Kupfer. Kann auch mit dem magischen Ding anfangen. Davon haben wir zwei, davon brauchen wir auch nur zwei. Kupfer, das ist auch gut. So eine Tiefe anfangen zu bauen. Oh. Ah, ist das so. 83, das ist so ein Stückchen mal wieder runter. Schön hell hier drin. Ja, am Anfang hat man so viel vor, man weiß gar nicht, womit man anfangen soll. Erstmal die grundlegenden Schritte. Man hat ein Bett. So eine Essensversorgung machen. In die Mädchenmagierkiste das rein, was ich dafür auf jeden Fall brauchen werde. So. Ach, wir sind doch schon 61 in die 81. Das ist gut, das ist nicht ganz so tief. Ich buddel mich jetzt auf jeden Fall nochmal auf 50 runter.
Meteorit kann man auch so abbauen. Noch ein bisschen Kupfer, Kohle, alles was das Herz begehrt. Ich bin halt gerade am überlegen, weil hier noch Stufen hin sollen. Das ist doch hier hin. Naja, gut, kann man noch Feuerstein bauen, so, okay. Das Ganze werden wir hier mit Bruchstein wieder auffüllen. Bisschen Eisen wäre natürlich noch schön. Ein wenig Eisen, damit wir... Ich weiß gar nicht, ob man noch anders... Oh, da ist Eisen. Ja, perfekt. Dann kann man eine Holzschere bauen. Ich weiß nicht, ob man auch noch andere Eimer bauen kann. Ich nehme auf jeden Fall alles mit. Auf jeden Fall einen Mühlenstein noch bauen. Damit ich mir das gleich verdoppeln kann. Nein, per Hand schon mal. Naja, immerhin bis 54. Das ist doch schon mal ein Anfang von einer Mine. So viel dunkel draußen. Gehen wir nochmal schlafen. Und dann würde ich gerne diese Skelette oder was das sind. Würde ich ja gerne. Eisen kommt hier rein, Kupfer kommt hier rein. Nochmal in die Stadt gehen wollen. Ach, den können wir auch mal aufbrauchen. Mal den müssen wir auch aufbrauchen. Kann ich so viel mitnehmen jetzt.
die Stadt gehe. Auf jeden Fall einmal Werkzeug hier. Dann geht los. Gehen wir einmal in die Stadt. Einmal so Abschluss noch zur Stadt. Können wir mal gut gebrauchen. Und da, ich meine, wir haben ja alles hier, ne? Wir haben eine Stadt hier, einen magischen Wald, wir haben alles her. Das ist gut. Ich habe noch so ein Ding eingearbeitet. Sehr Totem. Routine! Und ein Routine. Also er hier. Hallo. Zinkies. Ja, Weizen. Das fertige Weizen kann man natürlich mal mitnehmen. Ich bringe auch ein bisschen Kartoffeln mit. Wieder was zu essen. Wollen wir euch mal helfen? Hier nehme ich auf jeden Fall Bücher mit. Die wollte ich nicht bauen. Das hier, den CD-Player. Kann eigentlich das Glowstone. Lampen kann ich eigentlich brauchen. Nee, das muss man leider nicht. Auch egal. Gerade. Was ist denn hier eigentlich passiert? Weil hier ein schlechter Baumeister am Werk. Da oben wieder noch hin. Hört auf, eure Türen zu knallen. Lasst euch frei. Hab ich hier frei, das war weg. Seid frei. Macht was draus. Morim hätte ich gerne. Schönes. Auch nichts. Gibt's auch kein Auto hier im Moorrüben. Und hier. Aha.
Werkzeug, wo man es bastelt, das brauchen wir nur einmal. Da oben möchte ich auf jeden Fall noch hin. Kein magischer leider, glaube ich. Dann mal. Ja, gibt's aber einen Sattel. Dann mal. Immerhin etwas. So, hier will ich auch noch rein. Das mit. Das wollte ich alles noch nicht, aber ich. Brecheisen brauche ich. Das ist natürlich jetzt nicht da. Es ist immer ein Brecheisen drin, aber heute nicht. Stadt hier. Herausfahren der Stadt muss ich hin und her klettern. So, da wollte ich nämlich auch noch mal rein. Haben wir denn schönes? Ein Ascherhaufen. Elektrischer Stahl, ein Eisenschwert, eine Stahlspitzhacke, Zinnbahn. Das weiß ich auch noch nicht, was das ist. Gab's leider kein Tinker's Tweak Zeug. Also Werkzeug laden und noch irgendwas. Ups. Verbahn. Behandelter Stock. Das ist auch ganz gut. Die war schon voll. Laterne. Also einen Fisch brauchen wir nicht, dafür können wir die Laterne mitnehmen. Holzkiste. Brauche ich eigentlich auch nicht und dafür nehme ich nämlich noch diesen Hammer mit. So, mal den Brauch. Es wird dunkel. Das ist so ein magisches Häuschen.
Da nehmen wir auf jeden Fall die Glasflasche mit. Mal wieder Rüstung sind auch gut. Und dann werden wir uns den Rückweg mal schenken. Weil wir hier einmal gestorben sind, wollen wir da nicht mehr runterklettern. Wo nicht denn? Uns noch einen Homepunkt setzen. Oh nein, ich will doch nur irgendwo da hinten am Wasser. Nee, warte mal, ich bin ja da hinten. Ah, hier ist. Warum nur? Na, erstmal schlafen. Unglaublich, unglaublich. Da will man nicht sterben und stirbt am Ende doch. So, jetzt mache ich auch gleich die ganzen Dinger da weg und setze einen Homepunkt. Wollte mich immer hinterherlaufen, hat dort Ewigkeit und warum nicht raus, wenn man es kann. Sonst überall schon hinlaufen, aber nicht zurücklaufen. So. Mal gucken, wo sind wir denn gestorben? Da sind wir gestorben. Erstmal alle weg. Jetzt kann man sich natürlich nicht mehr teleportieren. Gibt's ja keinen Tod mehr. So. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Ach, hier ist auch noch ein magischer. Eine komische Stadt. Und wir sind aber eben gerade in diese Stadt gelaufen. Wir wohnen nämlich hier. Okay. Ja. Können wir auch mal nochmal in diese Stadt gucken, was es da so gibt. Ach, hier ist auch noch sowas. Also hier gibt es alles. Hier gibt es ja alles gerade. Was ist das hier? Gummiholz. Ich habe auch keinen Platz. Hier gibt es ja alles. Baumwolle. Baumwolle mal auf. Hab ich jetzt mitgenommen? Toll. Ja, was man aus Baumwolle macht. Rausfinden. Wir werden es rausfinden irgendwann mal. So, rein theoretisch denke ich, dass wir hier wohnen. Ja. Ich habe nicht, wie wir gestorben sind gerade, ne? Ich finde es wieder unglaublich.
alles hier rein. Das ist schon voll. Wir brauchen mehr Lacher, mehr Kisten, mehr Kisten. Diese Kiste auch gleich um uns verdoppeln. Das brauche ich auf jeden Fall. Ich hau erstmal alles rein. Das ist, wenn man so unorganisiert ist. Habe ich das Zauberbuch? Das finde ich schon mal sehr gut. Kann man eigentlich mit dem Zauberstab mich Eisen kappen. Ja. So. Sehr gut. Ja, ich denke, das reicht auch für heute erstmal wieder. Wir haben ein bisschen sortiert, wir haben ein bisschen was geschafft. Nicht gerade so viel, wie ich mir immer vornehme. Ach, ich hoffe, es wird besser. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.